Gigantenduell in der Uber-Arena am Freitagabend, Spieltag 10, Berlin gegen Mannheim. Besonderheit an diesem Eishockeyabend ist folgende. Die Adler Mannheim liefen zum Warm-up mit Trikot von Tobi Eder auf, der auf Seiten der Eisbären vor der Saison an Krebs erkrankt ist. Tolles Zeichen und das zeigt mal wieder, wie stark der Zusammenhalt in unserem Sport ist. Das weiß auch Juri Zivzer von den Adlern aus Mannheim. Ich sage es immer ganz gerne, wenn du durch so eine Phase durchgehst, dann helfen dir natürlich die Medikamente, die du bekommst. Aber es helfen dir eben auch die Menschen außenrum, die dich unterstützen und an dich denken und eben den Leuten das Gefühl geben, dass sie nicht allein gelassen werden, dass sie immer noch Teil der Gemeinschaft sind und dass sie einfach dazugehören. Und das ist, das gibt dir mental so viel Kraft, dass das vielleicht doch auch dazu beiträgt, dass du die Krankheit besiegen kannst. Und damit hinein ins Spiel. Gleich vorweg, es war ein vogelwildes erstes Drittel mit vielen Highlights. Hier das erste Gesetz, Dirki Jokipaka aus dem eigenen Drittel und die Führung für Mannheim. Der Wake-up-Call für Jake Hildebrand im Tor der Berliner. Verrücktes erstes Tor in diesem Spiel. Dirki Jokipaka wollte eigentlich die Scheibe einschießen, einfach runterschießen. Und dann geht sie aufs Tor, Hildebrand nicht ganz auf der Höhe. Dann durch die Beine und die Führung für Mannheim. Aber die Berliner zeigten sich in der Folge unbeeindruckt. Das gut funktionierende Powerplay der Eisbären hier in der 5 gegen 3 Situation. Und Achtung, festhalten, einmal alle Eisbären an der Scheibe und am Ende ist es Ty Ronning im 5 gegen 3, der zum Ausgleich trifft. Und Besonderheit ist hier einfach dieses Tic-Tac-Toe über alle Stationen. Jeder Spieler an der Scheibe, auch Leo Föderl, der seine Scoring-Streak saisonübergreifend auf 16 verlängerte. Hier aus der Hintertorperspektive nochmal wunderbar zu sehen. Und damit der Ausgleich 1:1 für die Eisbären. Und nur 30 Sekunden später 5 gegen 4 Überzahlsituation für Berlin und die Eisbären treten das Spiel 2:1. Freddy Tiffels, der Torschütze. 30 Sekunden zwischen den beiden Eisbären-Toren. Hier die Vorarbeit von Byron. Wunderbar einfach den Schläger reingehalten und Freddy Tiffels zum 2:1. Spiel gedreht Berlin. Aber auch Mannheim fand wieder eine Antwort in Person von Daniel Fischbuch. Ein Hoch und Runter der Gefühle in diesem ersten Drittel. Und auch hier muss man sagen, Jake Hildebrand auf dem falschen Fuß erwischt. Freie Sicht für ihn bei diesem Tor. Der erneute Ausgleich. Diesmal für die Adler aus Mannheim. 2:2. Und Mannheim blieb dann dran. Hier haben wir Nick Čiček, der an die Scheibe kommt. Und was für ein Brett zum 3:2. Wieder Spiel gedreht. Mannheim trifft zum 3:2 in der Uber Arena mit einem ordentlichen Strahl von Nick Čiček aus dem Handgelenk raus über die Schulter von Jake Hildebrand. Flasche noch runtergeschossen und dieses Tor beendete ein sehr, sehr munteres erstes Drittel an diesem Eishockeyabend. Hinein in Drittel Nummer 2. Da spielten beide Mannschaften deutlich strukturierter. Es gab deutlich weniger Möglichkeiten. Hier die Beste im zweiten Drittel. Lukas Kelble, der hier nur die Latte trifft. Jake Hildebrand im Glück. Hildebrand übrigens zu diesem Zeitpunkt dann stark verbessert. Drittes Drittel. Die Eisbären jetzt wieder etwas besser. Die aktivere Mannschaft in der ausverkauften Uber Arena. Und dann haben wir diese Szene. Yannick Veuillot hinter dem Tor wartet 1-2 Sekunden und setzt Freddy Tiffels perfekt in Szene, der erneut trifft. Und die Eisbären arbeiteten hart für diesen Ausgleich. 3:3. Vorher Arno Tiefensee ein paar Mal gut gehalten, aber hier war er dann letzten Endes machtlos. Tiffels zum 3:3. Und dieses Spiel verdiente die Overtime. Schlussspurt war super spannend, wurde hart gearbeitet über das komplette Eis. Und so ging es dann letzten Endes auch in die Overtime. Möglichkeiten auf beiden Seiten gab es. Aber dann waren es die Eisbären, die auf dem Vormarsch waren. Hier, Duell
in der Ecke. Da kommen die Eisbären als Sieger raus. Und dann ist es immer wieder Manuel Widerer. 4:3 der Overtime-Winner. Entscheidend hier dieser Zweikampf in der Ecke, dann hoch zu Widerer. Und damit dann der Siegtreffer in Overtime für die Eisbären aus Berlin. No, I think tonight, first half of the game, I didn't like, and I thought they were first on puck winning battles, but, you know, we stayed with it. These nights are going to happen. I think it's two really, even teams. Obviously, these guys are the champs. We wanted to see how we... measured up against them, and I thought we did okay. Die beiden Coaches im Interview. Sergio Barra sagt, dass ihm die Hälfte des Spiels nicht gefallen hat, aber sie haben Weg gefunden, zurückzukommen. Und Dallas Eakins sagt, dass sowas passiert. Sie wollten sehen, wo sie stehen, und er glaubt, dass das ganz gut war. Fazit: Die Eisbären feiern den 6. Sieg in Serie, sind neuer Tabellenführer. Endstand Berlin-Mannheim 4:3 nach Overtime. Live bei Magenta Sport.